Herzlich willkommen zum 13. Wochenimpuls Kontemplation und Mystik, dem für diesen Zyklus das Thema Achtsamkeit und Selbstbegegnung letzten. Ein bisschen wie eine Zusammenfassung und ein Ertrag. Heute Abend mal wieder Abbas Bäumen, mein Lieblingsaltvater, das 606. Logion. Man erzählte sich vom Abbas Bäumen, wenn er in die Versammlung, gemeint ist, die Gottesdienstliche, gehen wollte, dann setzte er sich zuerst für sich allein und untersuchte seine Gedanken etwa eine Stunde. Und dann ging er weg. Ein schlichtes Logion, kein Dialog, sondern ein Hinweis auf Praxis dieses Altvaters. Soweit wir wissen, haben die jeweils in ihrem eigenen Kelion gelebt, zum Teil nicht weit auseinander. Und sich einmal wöchentlich, heißt sonntäglich, zur gemeinsamen Liturgie getroffen. Und dieses Logion beschreibt eine Praxis der Vorbereitung und der Einstimmung. Dann setzte er sich für sich allein und untersuchte seine Gedanken. Selbsterforschung. Nicht angefüllt, erfüllt und überfüllt von irgendwas wohin gehen, ist dem Nächsten, der mir über den Weg kommt, vor die Füße kübeln, bestimmt von dem, was gerade in mir abgeht, sondern mich innerlich bereiten, erforschen, wo bin ich gerade, was sind meine Gedanken, wohin zieht es mich, was beschäftigt mich, was bewegt mich, was geht in mir ab, was ist los. Es ist verwandt mit diesen äußeren gottesdienstlichen Vorbereitungen, an denen sich meine Generation so abgearbeitet hat, ja? Also, sich ordentlich frisieren, gut anziehen, frisch gekämmt, gestriegelt und gespannt in den Gottesdienst gehen. Und es betont das Äußere. Ich habe manch pubertären Kampf dagegen gefochten, von dem ich heute denken würde, naja, war nötig, aber auch ein bisschen blödsinnig. Dabei ist uns nicht mehr so sehr die innere Vorbereitung nahe, von der Bäumen hier spricht. Es ist im Grunde dasselbe umgedreht, nicht nach außen, sondern nach innen. Nicht Verantwortungsübernahme für mein äußeres Erscheinungsbild,
sondern Verantwortungsübernahme für meine innere Verfasstheit. Klären. Aufräumen. Aufgeräumt in die Versammlung gehen. Mir ist meiner selber bewusst, mit mir verbunden, mit mir in Kontakt. Und so verstehe ich diese Praxis des Altvaters als eine Verantwortungsübernahme. Er übernimmt Verantwortung dafür, wie und in welcher Verfassung er in die Versammlung geht. Vermutlich auch übernimmt er Verantwortung dafür, was von ihm ausgeht. Und minimiert damit, Spielball zu werden. Der eigenen Stimmungen und Befindlichkeiten. Nicht, dass es die nicht gäbe. Es gibt was zu erforschen in dieser Vorbereitung. Es gibt ein Identifizieren der Gedanken, die gerade in mir sind. Der Themen, dessen, was mich beschäftigt, angeht, umtreibt. Bewegt. Vielleicht sogar emotional turbulent. Und das ist meine Aufgabe, mich vorzubereiten, mich einzustimmen. Es imponiert mir. Was würde es bedeuten, diese Verantwortung zu übernehmen? Und sicher nicht nur für die gottesdienstliche Versammlung. Und für das nächste Familientreffen, das nächste berufliche Meeting. Die nächste Vereinssitzung, das nächste Treffen der Weggemeinschaft. Und natürlich kannst du einwenden, ja, ich habe 10 davon am Tag, wenn ich jetzt jemals eine Stunde mich erforschen soll, das langt nicht. Klar. Und es hängt mir nicht an der Zeitangabe. Aber es hängt mir an der Struktur. Welche Wirkung hätte es, mich derart verantwortungsvoll einzustimmen und ich meine aus Erfahrung zu wissen, dass es einen Unterschied macht, in welchem Klärungsstadium der eigenen Themen die Menschen sich da einfinden. Das heißt nicht, dass nicht sein dürfte, was ist. Aber es ist die Einladung, bitte übernimm Verantwortung dafür. Diejenigen, die mich länger kennen, wissen, dass ich über viele Jahre alle genervt habe mit einer Übung zum Anfang. Seit 1993. Vier Tore zu mir selbst. Egal ob Konfi-Gruppe oder Konfi-Elternabend oder Kirchenvorstand. Unter Patientenvortrag in der Suchtklinik. Oder Mitarbeitertreff oder was auch immer. 4 Tore zu mir selbst. Angeleitete Übung der Selbsterforschung. Wie bin ich da körperlich? Seelisch? Geistig? Und auf der Ebene meines Herzens.
penetrant. Selbst in Gesprächsgruppen in der Psychiatrie, ich hatte viele Jahre eine auf der geschlossenen Akutstation, da auch. Weil ich zutiefst überzeugt bin, dass wir nur insoweit in Kontakt sein können mit anderen und mit anderem, wie wir es mit uns selbst sind. Und deshalb ist es so entscheidend, die Verantwortung dafür zu übernehmen, diese Verbindung und diese Connection herzustellen. Und nicht meinen aktuellen inneren Bewegungen ausgeliefert zu sein und sie dann relativ wild auszuagieren, sondern Bewusstheit zu erlangen. Und es kann auch heißen bei einer Vier-Tore-Übung, okay, ist gerade gewittrig in mir, gleich kracht's. Aber das zu wissen, kann helfen, dass sich das nicht wahllos entlädt. Und darin fühle ich mich durch dieses Logion und dieses Beispiel von dem Altvater ermutigt. Auch ermutigt, Verantwortung zu übernehmen für meine Verfassung und für das, was von mir ausgeht. Und auch das in Bescheidenheit, nicht in Totalität, das wird nicht vollumfänglich gehen. Aber ich bin immer wieder Menschen begegnet, denen ich abzuspüren meinte, dass sie diese Verantwortung übernommen haben. Diese Klärung. Und denen das abspürbar war. In dem, was von ihnen ausging und was sie ausstrahlten. Und so halte ich das sozusagen für kontemplativ praktisch. Diese Fühlungnahme, diese Verantwortungsübernahme, diese immer aufs neue Selbstklärung. Das ist, was ich euch heute am Ende dieses dritten Blocks mit euch teilen wollte.